weil die Luft zu nah am Regen. So. Der Boden ist weich, das Unkraut geht leicht raus. Zupfe ein bisschen Unkraut. Jedes Jahr wieder, immer wieder, mit so einer Sammelregen. Scheiße. Ich hasse es. 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 Erstickt die armen Waldäpfeln. Was haben wir denn hier? Ein spätes Osterei. Na, das ist ein Ding. Das muss ich mir mal angucken. Nee, ne? Die Last mit der Lust von der rechten Art, mit Pornografie umzugehen, ein Vorschlag zur Güte. Na, das wollte ich auch immer schon mal wissen. Sie auch? Text ist von Peter Hax. Und da sind nette Fotos dabei. Das ist der Wald hier in der Hornheide. Und den Titel haben wir gewählt, der hieß bei Peter Hax: Linke Arbeiter diskutieren. Das passt natürlich überhaupt nicht zu diesem witzigen Text. Und wir haben dann mit seiner Einverständnis den Titel eben umgewandelt, die Last mit der Lust von der rechten Art mit Pornografie umzugehen, ein Vorschlag zur Güte. Das folgt unserer Reihe, von der rechten Art mit irgendwas umzugehen. Wir hatten das schon mal gemacht, von der rechten Art den Glauben zu verlieren. 7 Tröstungen im Herzeleid, das war ein Text von Hans-Konrad Zander, Nummer 51. Das ist auch eine Erinnerung an einen sehr vergnüglichen Abend in den Hackischen Höfen. Ich hatte mit wirklich riesiger Anstrengung das Dante-Stehpult ins Hoftheater verfrachtet und habe mit den Leuten vom Hoftheater verhandelt. Und dann haben 4 oder 5 Schauspieler um dieses Dante-Stehpult, dazu gibt es auch einen Link, diesen Text von Peter Hax szenisch dargestellt. Das ist sehr lustig geworden. Ich hatte vorher eine kleine Einführung gemacht. Und Dagmar Leupold hatte hinterher noch ein Referat über, wenn ich recht erinnere, Nabokov gemacht. Das Ganze war zusammen mit einer Dame aus Charlottenburg, deren Namen ich nicht mehr erinnere, die einen Erotikshop hatte. Während des gesamten Abends hat eine Mitarbeiterin des Hoftheaters vom Ende des Saales mit einer starren Kamera Bild und Ton aufgenommen. Und sowohl Bild als auch Ton ist relativ belämmert. Deswegen kommen auch nur 2 oder 3 kurze Ausschnitte, damit man wenigstens mal einen Eindruck davon hat. Es war im Ganzen wirklich ein vergnüglicher Abend. Die Karte ist noch erhältlich beim Verlag.